Hannover hat sich bei der UNESCO als Musikstadt beworben. Und dazu hat die Landeshauptstadt guten Grund. Sie hat die zweitgrößte Musikhochschule in Deutschland. Mehr als 400 Chöre singen in Hannover. Und mit Musikern wie den Scorpions oder Fury in the Slaughterhouse kommen auch einige große Namen auf weltweiten Bühnen aus Hannover. Bei so viel Prominenz darf natürlich der Nachwuchs nicht fehlen. Bianca Bindbeutel hat sich umgesehen und umgehört. Zu Hause bei Familie Hamening. Der 20-jährige Jan Ole spielt Klavier, Schwester Nele und Freundin Julia singen, Mutter Silke spielt Gitarre und Volker Hamening trommelt dazu. Die Hobbymusiker bevorzugen melancholische Balladen, doch die Beatles und die Rolling Stones gehören auch zum Repertoire. Man kann seine ganzen Gefühle eben halt in diese Musik reinbringen oder durch die Musik den Gefühlen auch Ausdruck verleihen. Also wenn man zum Beispiel sauer oder wütend ist, dann haut man mal so richtig in die Tasten rein und fühlt sich danach auch einfach besser. Die meisten Teenager gehen wohl trotzdem lieber auf ein Konzert. Seit 2008 gehörte das Budboog in Linden zu Hannovers Musikszene. Aus rechtlichen Gründen musste das Festival allerdings umziehen. Die Verlegung aufs Expo-Gelände am Kronsberg kam bei vielen Fans jedoch nicht gut an. Wegen des schlechten Kartenvorverkaufs musste das Budboog jetzt sogar abgesagt werden. Wirklich entscheidend schade ist, dass es im vergangenen Jahr eben nicht angenommen wurde, also dass die Leute dem Festival nicht mal die Chance gegeben haben zu gucken, es sind jetzt ein paar Meter, die wir uns bewegen müssen, es ist immer noch in Hannover, wir müssen keine riesigen Autofahrten auf uns nehmen, wir müssen nicht zelten, wenn wir das nicht wollen, also eigentlich bleiben fast alle Annehmlichkeiten und dass dann so viele Leute gesagt haben, auch da gucke ich mir das gar nicht erst an, bei einem wirklich großartigen Line-Up, das sie im vergangenen Jahr hatten, das ist schade und wenn es tatsächlich der Hauptgrund ist, wie gesagt, traurig. Eine Maus ist zum Haus, schaut vergnügt zum Fenster raus. Schon die Kleinen für Instrumente begeistern, ist das Ziel von Min Westermann Chen. Sie unterrichtet Klavier, Gitarre und Gesang in ihrer Schule, bietet aber auch musikalische Früherziehung in Kitas an. Die gebürtige Chinesin ist sich sicher, Singen und Musizieren macht Kinder fröhlich und klug, ist gut für die Motorik, die Körperwahrnehmung und das Gemeinschaftsgefühl. Musizieren, das stiftet auch den sozialen Kontakt für die Kinder wie auch die Erwachsenen. Und große gesagt, finde ich Musik einen sehr wichtigen Teil für unsere Gesellschaft, auch die Kultur, die ganzen gemischte kulturell, sag ich mal so, Multikulti-Gesellschaft jetzt heutzutage. Das hält dieses Gleichgewicht. Musik kann also die unterschiedlichen Kulturen und Generationen einer Gesellschaft miteinander verbinden. Bei Familie Hamening spielen oft sogar die Großeltern mit. Und auch unmusikalische Besucher bekommen ein Instrument in die Hand gedrückt. Mir persönlich gefällt, dass man sich immer wieder trifft, dass man statt Fernsehen gucken oder irgendwelchen anderen Dingen, dass man hier gemeinsam etwas zusammen macht, was für jeden Einzelnen eigentlich eine Bedeutung hat. Und dass am Ende auch was Schönes entsteht, ein schönes Produkt. Eine musikalische Ausbildung kann für Kinder der ideale Start in ein erfülltes Leben sein. Das Erlernen eines Instruments und gemeinsames Musizieren stärkt die soziale Kompetenz, kann Spaß machen und sich vor allem auch richtig gut anhören. Ich leuchte, seit du da bist, es leuchtet.